With Shashamo Khan, the shaman, speaks to the common people. Take a chair with Shasha. Sing the song and let us call the Great Spirit. Wakatanka Tokaya Chewaki Mitakowi Wanikdacha Chewaki. Kahe, brothers from the plains, brothers from the mountains, from the oceans and from the desert. Let us call the one great spirit who has many names, Wakonda, Buha, Kirawaha. Dieser Taus, meine Zwölf, es ist die Zeit, es ist die Zeit. Feierabend. Die Viecher gehen mir auch auf den Nerven. Ja, die Viecher. Was denn? Schon wieder ein Ei? Da fehlt doch sowieso schon eine Schildkröte. Das sei aber im Chef. Mach mal hin, der Bus fährt gleich. Der Bus. Irgendwann stellte sich heraus, es gab zwar einen Typ namens Eggman, aber Eggman-Indianer wurden hier nie gesehen. Dieser Eggman besuchte uns oft zu Hause. Zu Weihnachten brachte er uns eine Schnappschildkröte mit. Wir nannten sie Gloria. Doch eines Tages mussten wir uns leider von Gloria trennen. Weil unsere Onkels meinten, wir hätten keinen Platz mehr. Über viele Jahre wurde erzählt, dass sie noch lebt, sich vermehrt hat und ihre Eier magische Kräfte besitzen. Was hast du gemacht? Die ist bestimmt jetzt tot. Ja und? Das ging mir sowieso schon seit ein paar Tagen auf den Nerven. Tu sie doch wieder rein. Mann. Wir brauchen ein neues Aquarium. Es ist sowieso schon zu klein. Ja, nee, die kommt ab dem Teil. Also wirklich, die Schildkröte raus. Wir können doch ein neues Aquarium kaufen. Ja, wir haben keinen Platz hier. Wo sollen wir das denn hinstellen? Wir finden hier schon einen Platz. Ja nun, immer eine Frage. Man meinte, wir hätten früher immer was gekriegt. Der Glas ist zu klein, das seht ihr doch. Wir können aber auch im Aquarium. Ja, am Teich ist Platz. Was die Onkels sagen, ne? Das ist auch in Ordnung. Wie muss das denn sein? Ja, nee, lass mal. Wir können doch alle sparen und ein Aquarium kaufen. Ja. Für Bier habt ihr Geld, für ein Aquarium aber nicht. Nee, jetzt hab ich alles. Voll, weg ist er. Oh nein! Wieso hast du es getan? Warum hast du es gemacht? Jetzt ist er weg. Mann, die arme Schildkröte. Jeder heiß. Ich mache mir Gedanken seit sehr langer Zeit. Es gibt viele Crews hier, die einen hören und die anderen hören. Es gibt einen Zauber, der mich anzieht. Der zieht vielleicht auch. Ich spüre die Gefahr in jedem Raum. Wie bei Rauch und Tornados. Du deals mit Sackos, Mode ist für Spackos. Man macht bloß das, was man will. Doch die Leute sind irre, wo ich chill. Deshalb mach ich nicht bloß Floß und such nach dem. Was mit der Schnappschildkröte
und dem Kanarienvogel auf sich hatte. Merkwürdig, da sind also schon echte Literaten, die davon schreiben. Was müssen Sie... Frau Schneider, suchen Sie doch bitte mal die Telefonnummer von Herrn Alex raus und machen Sie mal einen Termin. Mann, geh doch mal am Telefon. Bist du wieder am Pennen? Mann, du solltest die Telefonnummer raus. Hallo, wer ist da? Ja, Wildlife Foundation, mit am Apparat. Ja, okay. Dann kommen wir mal gleich vorbei. Was ist denn hier los? Wird hier gar nicht gearbeitet? Wie ist denn gelassen? Ach, du kannst mir mal anhauen mit deiner Meckerei da und was weiß ich. Wie hältst du den Hund auf den? Komm raus jetzt! Baby looks so nice, and her body makes me wild. She has a bond. Mein Job verloren, wohin gekriegt, doch ich bin da nicht vermarktbar. She says, I love you, man. What a woman, you know what I mean. What a woman, you stand by me. Ja, und was kommt dabei rum? Ja, für dich erstmal gar nichts. Was machst du denn? Pizza. Ja, aber doch nicht so, oder? Doch, das ist richtig in der Pfanne. Machst du die immer so? Ich mach das immer. Irgendwie macht man die anders. Nee, das ist schon okay. Ja? Ich trinke lieber Bock, bevor ich das da esse. An deiner Stelle? Ja, wenn besser ist. Wenn der Bock auf Bier, ich sag, ich trinke lieber Bock, bevor ich das da esse, musst du mal den Pfanne. Über die Dächer der Stadt. Ich sehe Häuser, 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 Häuser. Alles Bettenhausen, Kirchturmspitzen, Bäume, Einkaufsparadiese. Aber du kannst ja nicht sehen. Aber wir sind an einer kosmischen Kraftstation. Ich werde einen kleinen Zauber machen. Vielleicht Wendling. Achtung. Gib sie Energie! Oh, Moment. Was ist los hier? Oh, voll die Farben. Ist dein inneres Auge berührt? Und wie? Ah, ich sag dir, es geht doch nicht so eine Dröhnung von Mutter Elektrizität. Unglaublich. Ah, was ein LSD. Elektroflash. Stark. Du bist jetzt der Elektrolurch. Ja, da ist er. Doch zu was gebrauchen, wa? Du bist zu lange da. Was soll ich denn jetzt noch den Wagen auf? Ich habe einen Termin für heute mit einem Professor Jean-Jean Fisson. Ja, das bin ich. Ja, sind Sie genau richtig. Angenehm. Mein Name ist Alex. Ja. Deswegen sollte ich heute hin. Es geht um Folgendes.
Ich bin also Beauftragter von World Life Foundation. Mhm. Und es ist uns da zu Ohren gekommen, dass hier in, ganz hier irgendwo in der Nähe muss es eine Schildkröte der Zuordnung, also der Zuordnung des Pteudocarpathus gesichtet worden ist. Also eine ganz seltene Art, die vom Aufsterben bedroht ist. Mhm. Es soll also hier noch irgendwo was existieren. Oh. Interessant, interessant. Gut, ich bedanke mich. Ja, falls ich irgendwas in Erfahrung bringe, kriegen Sie Melden Sie sich bitte sofort. Okay, danke vielmals. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mami, wieder anpennen! Und, was war? Ja, was war? Wir haben Auftrag, mein Freund. Aber erst im Sommer, wenn es wärmer ist. Solange kannst du dich wieder da melden. Wie? Ja, beim Arbeitsamt. Super. Was soll ich jetzt die ganze Zeit machen? Kannst du mir das mal verraten? Tja, ich würde mich erstmal an deiner Stelle wieder am Arbeitsamt melden, ne? Aber das habe ich dir gerade schon mal gesagt. Oh, weißt du was? Ich lasse dich jetzt erstmal hier raus. Und dann. Ich melde mich. Lass mich da vorne raus, lass am Park gehen. Na, was denn nun, Kröte? Dieses, jenes oder welches? Hm? Was ist das denn da oben? Das da oben, das ist was für Fische, so. Aquarien, für kleine Mini-Fische. So. Ach so. Ja. So eine Dinger, ja. Ja, mach mal hinne da. Ja. Schau mal rein. Ja. Wir können uns nicht entscheiden. Ja, wie lange braucht ihr? Wir wollen auch mal was. Braun, gelben, lilanen. Lilanen. Ui, mit der Brille bin ich ja farbenblind. Echt? Amagis? Ja. Na gut. Hopp, hopp. Hm. So. Was nehmen wir denn hier? Was brauchen wir? 7, ne? War das hier ein Angebot für die Dinger? Einmal Hängel-7 und einmal die normalen. Ja, mein Gott, nimm doch die normalen, einmal die Hängel-7. Ja, dann nehmen wir da einmal normal und da ist Pech drin. Einmal Ruhe bitte! Mein Gott, wir werden jetzt mir auch ab. Normal. Wie die Plagen gerade ich. Boah, ihr seid ja noch schlimmer als die Kröten. Hör mal, was hat denn die Schnapsschildkröten? Schnaps? Da steht Schnapp, kannst du nicht lesen, bist du Panne oder was? Oh, Schnaps. Das liegt daran, dass die so ein Durst da. Hast du auch Schnaps hier? Schnappes. Ja, war, kann ich nicht mit dienen, leider. Nicht mal Schnappes. Ja, komm, dann gibt's 7, dann gibt's 7 und wir hauen ab. 7? Weil hier ein normales und ein Hängel. Ja, alles klar. Hola, oh, ne? Ja, tschö. Ciao. Hey, Alter, da stand eindeutig Schnapsschildkröten. Da muss ich mal den Ulrich anrufen. Der hat keine Ahnung von Schnapsschildkröten. Hola, du, jetzt ohne Scheiß. Hast du schon wieder Schnaps gesoffen? Kannst du mir nicht sagen, dass du Schnaps, wie Schnappi-Schnappi? Nein, Schnaps. Das ist meine Zeitung. Die liegt darum, weil die mir gehört. Kannst du ihn nicht einfach was wegnehmen, möchte, dass sie da liegen bleibt. Klauen. Hey, Mann, ist ja gut, ey. Ich kopf euch die ab. Ich kopf euch die ab für einen. Lass mal sehen. Ein Euro. Lass mal sehen. Ja, das stimmt schon. Ey, das kann ja wohl nicht sein, oder? Ey. Ja, die ist ein bisschen teurer. Das ist eine Batman-Zeitung. Ja, was ist denn mit meiner Kohle? Ey, was Kohle? Hau ab, du Arsch. Spinner doof. Piss dich. Hau ab, Mann. Verschwinde hier! Hau bloß ab, du Spinner, doch!
Was ein Typ, hast du sowas schon mal gesehen? Scheiß Pöbel und Gesocks hier, ey. Arschloch! Seh zu, dass du Land gewinnst, du Heckenpenner. Was ist denn das hier? Oh, da suchen sie einen Tänzer, das ist ja gut. Da will ich mich mal bewerben, schön. Ja, Bullrich hier? Ey, Bullrich. Ah ja, Tana, alles klar? Ja, 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 hier auch immer. Hast du was von den Schnappschildkröten gehört da? Ja, hab ich auch gerade gesehen. Muss ich mal drücken schalten. Ah, im Fernsehen läuft das gerade? Ja, klar. In Asen passieren momentan unglaubliche Dinge. Die Bevölkerungszahl hat sich explosionsartig verdoppelt. Und wir wollen mal versuchen, ob wir der Sache irgendwie auch auf den Grund gehen können. Selbst 70-Jährige werden hier noch schwanger und gebären Babys. Ja, immer Bullrich. Weißt du denn, wo das ist? Ja, ich wüsste aber eventuell, wenn man da fragen könnte. Wie sie in Wirklichkeit sind. Aha. Und wir fragen uns, okay, wie kann man das sagen? Was für ein Geheimnis verbirgt sich hinter diesen Leuten, die sich hier explosionsartig verdoppelt. Und wir wollen mal versuchen, ob wir der Sache irgendwie auch auf den Grund gehen können. In Asen passieren momentan unglaubliche Dinge. Die Bevölkerungszahl hat sich explosionsartig verdoppelt. Und wir wollen mal versuchen, ob wir der Sache irgendwie auch auf den Grund gehen können. Selbst 70-Jährige werden hier noch... Sehr interessant. About the way you walk and whisper and look. I could write a purpose on how we met. Then the world would never forget. Hallo? Ja, hier ist Frank. Hör mal, die Typen aus Kars in Lagos. Gibt's die noch? Leben die noch? Einer von denen hat jetzt einen Tattoo-Laden. Tattoo-Laden? Wo? Weißt du, was da oben ist? Oder diese Schnappschildkröten ebenso. Gib mal an. Postcode 361 65 46 97. Warum willst du dann unbedingt wissen? Wieso ich das wissen will? Naja, nur so. Ist eigentlich schon alles klar. Danke dir. Tschüss. Das ist ja echt normal. Hallo Pedder? Frank hier, kennst du mich noch? Ah, der Computerfreak. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Sag mal, ihr habt doch da damals irgendwo in der Gegend so ein paar Viecher ausgesetzt. Sie noch? Weißt du, wo das noch war? So genau weiß ich nicht mehr, wo das jetzt dabei ist. Naja, ich könnte dir dann wirklich guten Deal vorschlagen. Wir sollten uns unbedingt mal treffen. Können wir machen. Möglichst schnell. Ich würde sagen, weil mein Präsi da ist. Ja, ja, okay, okay. Ich sag dann, ich komme vom Wellness-Institut. Ja, null Problem. Tschö. Der Typ hat einen Empfang. Schnappschildkröten hört ihr. Hallo, hier nochmal aus Asen, die neuesten Neuigkeiten zum Thema Schnappschildkröten. Wie wir ja letztens schon berichtet haben, ist hier in Asen quasi die Hölle los. Selbst 70-jährige Frauen bekommen hier noch Kinder und ein heiteres Leben geht hier vonstatten. Asen ist weiträumig abgesperrt worden, damit die seltene Tierart geschützt werden kann. Werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. Und nun gebe ich wieder zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Ey, was ist das denn, Felix?
Bölle! Hier ging jetzt Schnapsschildkröten eiern, wollte ich mal da fragen. Der Schnaps oder was vor? Nein, ich weiß nicht. Ja, ich komm gleich nochmal wieder. So, gut. Bis gleich. Bis gleich. Achso, die Dinger, ja, ist alles soweit fertig. Kein Problem. Wow! Das sieht ja gut aus. Was ist das denn? Das ist ja total trocken. Ja, das schauen wir mal, ne? Ja, das schmeckt ja mal. Das ist ja geil, hast du da noch mehr von? Ja, ich denke schon. Ja, das ist super. Was kostet das jetzt? 5er? Ach, 5er passt schon. Ja, okay. 5er passt gut. Danke. Oh, was ist das denn für ein Zeug? Uiuiui. Was ist das denn? Das ist total heftig. Da brauchen wir noch einen von. Was hast du denn für ein Problem? Ja, mussten wir da reingehen. Da sind lustige Eier drin. Was soll ich denn drin? Was für Eier? Sieht wie alles aus. Nimmst du mir auch mal so einen runden Schnaps? Auch rein, oder was? Ja, sicher. Du bist ja nicht der Erste, der nachfragt. Ah, bitte schön. Was seltsame Form der Schnaps, ja. Hä? Ja, hallo? Ja, ist aber guten Tag hier. Ja, ich rufe hier an wegen eurer Annonce. Irgendwie berufliche Vorerfahrung oder was machen Sie denn momentan? Ich bin Arbeitslosen, ja. Ja. Ja, ihr sucht doch einen Tänzer hier. Dafür wollte ich mich, wollte ich vorbeikommen. Ja, wir suchen ja jemanden für lateinamerikanische Tänze. Sie wissen, was das heißt? Lateinamerikanische Tänze, habe ich hier gelesen, ja. Nö, Lateinamerika kenne ich. Ja. Ja, also, wissen Sie was? Dann kommen Sie doch einfach mal vorbei. Ja, okay. Ja, komme ich nächste Woche vorbei. Ist das hier richtig an der Nordstraße, ne? Ja. Ja, hier in Recklinghausen, das ist richtig. Ja, nächste Woche, Sie kommen dann einfach mal vorbei. Gerne. Ja, da können Sie ja mal gucken. Ja, ich kann das schon. Ja, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Wiederhören. Tschö. Mann, was ein Vogel. Lateinamerikanischer Tanz.